Der letzte Versuch, die Menschheit zu retten, ist gescheitert. Der 112,5 Kilometer große Asteroid namens Matilda wird in exakt 3 Wochen auf der Erde einschlagen. Und wir berichten für Sie topaktuell vom Countdown bis zum Ende unserer Tage. Begleitet von all Ihren Classic-Rock-Lieblingsliedern. Ab jetzt ist auch die Kleiderordnung in unserem Unternehmen aufgehoben. Sie können sich kleiden, wie Sie möchten. Also möchte irgendjemand von Ihnen Finanzvorstand werden? Hat jemand Lust? Also, was machst du mit dem Rest deines Lebens? Etwas Zeit für mich selbst nehmen, zu Gott finden, vielleicht ein paar Möbel verrücken. Vielleicht treffen wir uns ja mal bei einer Orgie. Das klingt gut. Hören Sie, Elsa, Sie müssen nächste Woche nicht kommen oder eigentlich gar nicht mehr, wenn Sie nicht wollen. Das ist in Ordnung. Sie feuern mich? Es ist eigentlich unnötig. Vergessen Sie es. Dann bis nächste Woche, Mr. Wright. Ich bereue mein gesamtes Leben. Ist gut. Ist gut. Wiedersehen. Bis dann. Ich habe mir überlegt, Dodge mit Carol zu verkuppeln. Wäre doch toll. Das sind alles Sachen, die nur im Schrank lagen. Die Sterne fallen. Ich habe jeden Tag eine andere gevögelt und die scheißen drauf, ob sie sich was einfangen oder ob man sie anruft. Oder mit ihnen verwandt ist, weißt du? Nein, weiß ich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Hallo? Alles in Ordnung? Nein! Ich werde meine Familie nie wiedersehen. Möchtest du vielleicht reinkommen? Ich werde nichts klauen, wenn du mich nicht vergewaltigst. Einverstanden. Wer ist das? Hat sie dich verlassen? Naja, das haben sie alle, aber sie war die Erste. Lass sie uns suchen. Wir müssen von ihr weg, sofort! Wenn du mich dahin fährst, wo ich hin will, bring ich dich zu deiner Familie. Glücklicherweise kriege ich meine Midlife-Crisis erst in allerletzter Sekunde. Hey, willkommen bei Francis, wo jeder dein Freund ist. Ich glaub's nicht, dass ihr immer noch geöffnet habt. Und weißt du was? Er hat heute Geburtstag. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Yeah! Oh! Okay. Oh! Oh! Ja, wir sollten gehen. Gehen wir. Ach, das ist doch ein Scherz, oder? Wie schnell warst du? Sie sind 25 zu schnell gefahren. Wegen des... Könnten Sie es nicht dieses eine Mal übers Herz bringen, uns fahren zu lassen, sodass mein Freund hier die Chance hat, bei derjenigen zu sein, die er liebt, bevor wir alle unser vorzeitiges Ende erleben? Nein.